Ja, Ja, hier bin jetzt ich, ist es Heidi ja. Hanlein mit Monja Frühwirth, und heute wollen wir brainstormen, was ist ein ko-kreativer Dialog, ein ko-kreatives Gespräch? Was macht das ko-kreative Gespräch anders als ein normales Gespräch? Und der Ausgangspunkt ist der, dass wir seit einiger Zeit Frauengruppen haben. Vorher in Englisch Women Matters hatten wir und dann die Frauen am Brunnen seit mindestens 4 Jahren, glaube ich. Und das ist monatlich und jetzt, das ist auch öffentlich, auf thewisdomfactory.net zu finden. Und dann machen wir nicht öffentliche Frauengespräche jeden Dienstag auf Deutsch. Und ja, die Frage ist, was macht das anders? Wir haben immer wieder gesagt, gerade du, Monja, hast gesagt, oft, es ist so anders, wenn wir unter uns Frauen uns unterhalten. Hat es jetzt was mit Frauen zu tun oder Männer? Ist egal. Also wir wollen heute wirklich mal durch alles hindurchgehen und schauen, was uns dazu einfällt. Und vielleicht kommen wir zu einem Ergebnis, vielleicht auch nicht. Vielleicht, wer zuhört, kann da noch ein bisschen was dazu beisteuern an eigenen Ideen oder Erfahrungen. Magst du was über dich sagen? Du hast ja mit mir ein paar Mal schon gehustet. Die Leute sollten dich schon ein bisschen kennen. Was soll ich über mich sagen? Ich bin am ko-kreativen Dialog sehr interessiert, weil er Neues bringt. Ich weiß, es ist mir klar, dass bestimmte Methoden oder Modi dazu beitragen, dass andere ihn verhindern. Gespräche, die nicht ko-kreativ sind, langweilen mich allmählich, muss ich leider sagen. Das heißt, ich bin sehr daran interessiert, dass wir einen ko-kreativen Dialog entwickeln. Üben vor allem. Es hat sicher auch etwas mit diesem sogenannten We-Space zu tun, also der Wir-Raum, den wahrzunehmen vielleicht nicht jedem gegeben ist. Und ich glaube, einer der Hauptgründe, wenn der Dialog nicht ko-kreativ ist, ist, dass man eigene, so dringende eigene Themen hat, dass du damit herausplatzt, egal wie die Energie gerade läuft. Weil man merkt es schon, dass ein anderer Energiepegel entsteht, sobald ein Wir-Raum geschaffen ist. Sobald die Frauen oder Männer können das genauso gut, zuhören können, Pausen lassen können, von ihrer eigenen Narrativum, ihrer eigenen Geschichte weggehen können und sich dem widmen, was gemeinsam entstehen könnte. Es weiß ja keiner, was entstehen wird, aber durch das Zuhören habe ich eben das Empfinden und in Resonanz gehen, entsteht eine neue Qualität des Miteinanders und auch, wie man, um es mit Wilberschen Jargon zu sagen, also es emergiert etwas, das vorher nicht da war, etwas Neues. Soweit einmal zu mir. Ja, ich denke, wir könnten vielleicht damit anfangen, du bist erstarrt und ich höre dich nicht. Ja, ich habe gerade Internet gewechselt, denn manchmal unterbricht es das und deswegen habe ich das über Handy. Ich hätte das vorher machen sollen, aber habe ich vergessen. Kein Problem. Wir werden die Technik auch diesmal bändigen, das haben wir noch jedes Mal geschafft. Ja. Wahrscheinlich hängen die Leute immer an den Nachrichten, weil hier ist ja der Coronavirus auch. Ich habe gehört, im Norden. Ja. Der Karneval in Venedig wurde abgesagt. Ja, es schadet vor allem der Tourismusindustrie. Bei uns horten die Leute bereits Lebensmittel. Haben wir gesehen, dass hier sein. Ja. Okay, dann gehen wir mal wieder zum ko-kreativen Dialog. Wir könnten vielleicht mal definieren, was er ganz sicher nicht ist. Und du hast schon damit angefangen, dass jemand unbedingt, solange der andere redet, gar nicht hinhört, sondern unbedingt sein Ding reinbringen will. Nicht? Du hast da noch am Anfang was gesagt, was wichtig ist. In einem ko-kreativen Dialog kommt meistens am Ende was raus. Was Neues. Ja. Also etwas, das vorher noch nicht von den Einzelnen gedacht wurde, in der Form. Ja. Und es formuliert sich, indem man miteinander in Resonanz geht. Ist also meine Erfahrung.
Genau. Und dann eben, was dann nicht, was anders ist, und das habe ich oft erlebt, dass Leute zusammenkommen und sie wissen schon alles. Und dann, je nachdem, wie viele Leute sind, fangen wir mal mit zwei ein. Zwei wissen schon alles, aber sie wissen was Verschiedenes. Wenn sie dasselbe wissen, dann geht es ja noch. Dann schlagen sie sich wenigstens nicht die Köpfe ein. Aber wenn sie verschiedene Sachen wissen, dann ist es nur ein Schlagabtausch und der Versuch, Recht zu haben und den anderen zu überzeugen. Oder zumindest, ja, überzeugen, zumindest überzeugen. Man kann ihm auch sagen, dass er blöd ist, weil er das nicht versteht. Und lauter solche Sachen kommen dann mit durch. Ja, das ist, würde ich sagen, so die allgemeine Diskussionsform, die man so. Die übliche, ne? Genau, Also genau. im Vollbesitz der Wahrheit sein Genau. und alle anderen sind also sozusagen unwissend und Bist blöd. dem anderen auch einen Teil der Wahrheit zuzugestehen, ist vielleicht der einfachste Schritt, den man als erstes macht, dass der andere eine andere Perspektive auf dieselbe Sache hat. Und das wäre für mich, ja, ist für mich das Um und Auf. Also, Ja, genau. Und dann zum Beispiel auch, dass man die Fähigkeit hat zu sagen, oh, das wusste ich aber noch nicht. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Da muss ich jetzt mal wieder, vielleicht hast du recht. Das reicht ja schon, vielleicht muss ja nicht wahrscheinlich sein. Vielleicht hast du recht und ich muss mal drüber nachdenken, genauer, nicht? Das wäre ja schon der Anfang von so einer Art von. Wobei du jetzt das Wort Denken verwendet hast. Ja. Und meiner Ansicht nach ist das bei dem am wenigsten gefordert, der Denkraum, wie das der Tom Steininger nennt. Der ist immer da, der ist immer vorhanden. Und trotzdem gehen wir da mehr ins Spüren, meiner Ansicht nach. Ins Fühlen, um es also mal wieder dieses missliebige Wort zu verwenden. Wo spüre ich was, zum Beispiel, Punkt 1, wo spüre ich, was der andere sagt in mir? Auf welche Weise spüre ich es in mir? Ist also da, krampft sich was zusammen, öffnet sich etwas, also auch Körpersymptomatik durchaus Ja, ein wesentlicher Faktor. du bist jetzt schon wieder dabei zu sehen, was ist der ko-kreative Dialog. Ich wollte noch mehr auf dem normalen Dialog sein und sagen, der erste Schritt Richtung ko-kreativer Dialog wäre schon mal einzusehen, dass man nicht die hundertprozentige Wahrheit gefressen hat, ja, sondern den anderen schon mal nicht nur denken kann, ach, vielleicht hat er recht, sondern in der Situation zugeben kann, aha. Ja, ich höre, was du sagst. Na, da kommen wir wieder zu dem, was du sagst. Zuhören. Darf ich bitte den Ken Wilber zitieren? Wir haben das schon Klar. so lange nicht gemacht, dass er sagt, niemand ist smart genug, um hundertprozentig falsch zu liegen und hundertprozentig richtig zu sein. Also das ist Genau. hat mir sehr gefallen damals, wie ich das erste Mal das gehört habe. Ja. Ja, ist offensichtlich noch nicht zur allgemeinen. Wissensschatz heruntergestiegen. Den Ja. Mainstream. Ja, sehr gut. Ja, Was ihn noch verhindert, weil ich habe es einmal auch live, also nicht virtuell nur erlebt, wo wir die Methoden des Andrew Cohen damals verwendet haben, weil der Mann eben, obwohl er also als Guru leider eine Enttäuschung war, durchaus wertvolles Material auch geschrieben hat. Und wir haben das selber angewendet im Kreis. Und das ist also, da hast du plötzlich gemerkt, etwas ist anders. Und das ging so lang gut, bis einer dann plötzlich eine ganz wichtige andere Frage hatte. Das heißt, ein ko-kreativer Dialog ist ein sehr fragiles Gewebe. Und man ist dazu aufgerufen, oder Frau ist dazu aufgerufen, diesen Raum mitzutragen und zu schützen, aber ganz bewusst. Das heißt, dass du dich ganz bewusst selbst zurücknimmst und auf den Raum achtest. Und das ist etwas, was, glaube ich, noch überhaupt nicht im Mainstream angekommen ist. Ich meine, was soll denn das? Und das ist der Luxus, den wir uns leisten. Und ich nenne es wirklich einen Luxus, aber vielleicht auch einen evolutionären, eine Notwendigkeit der Evolution, dass wir einander anders wahrnehmen, was sehr beglückend ist.
nährend ist und eben für jene, die einen Forschergeist haben, so wie du und ich, wichtig ist. Also das ist, ja. Und ich bin sehr froh, dass ich das doch noch so spät in meinem Leben überhaupt neu erfahren durfte, weil bisher habe ich es ja auch nicht so wirklich, auch nicht geübt. Also ich habe sehr lang gebraucht, bis ich meine persönliche Weisheit überschritten habe. Ja, also ich kann mich durchaus dazu rechnen, obwohl ich als Dolmetsch natürlich immer eher hin und her ausgeglichen habe, übersetzt habe, also nicht mehr so gemerkt habe, dass es eben da verschiedene Wahrheiten gibt und jede hat ihre Berechtigung. Ja. Ja, es ist jetzt offensichtlicher geworden, nicht, was wir da eigentlich tun. Und zurückzukommen auf das, dass wir das Gefühl hatten, unter Frauen uns besser austauschen zu können, das muss nicht unbedingt, es können ja hin und wieder vielleicht auch mit Männern sein, aber das liegt doch vielleicht daran, dass nicht alle Frauen, aber viele von uns eher bereit sind, zuzuhören und eher bereit sind, auf einen anderen Menschen einzugehen und nicht so sehr von diesem Konkurrenzdings getrieben werden, obwohl das natürlich auch gibt. Und da komme ich jetzt wieder, du sprachst vorhin von dem V-Raum, von dem V-Space. Man merkt ganz genau, wenn einer ausschert. Na? Man kann es wahrscheinlich mittlerweile, wir könnten das jetzt auch festmachen, woran das liegt, an bestimmten Äußerungen, an bestimmten Haltungen und sowas. Aber bislang wusste man das ja eigentlich nicht. Mal, wir haben auch unsere Frauengruppen haben wir angefangen und ich habe andere integrale Chats und sowas angefangen, in der Annahme, dass die Menschen schon so weit bewusst sind, dass diese, sagen wir mal, Regeln implizit bleiben können, dass sich jeder an diese impliziten Regeln halten würde und dass es vielleicht sogar emergiert ins mehr Bewusste, welche Regeln wir eigentlich folgen. Die Erfahrung ist gewesen, dass es nicht unbedingt der Fall ist, dass man manchmal leider Gottes eben doch Regeln formulieren muss, was irgendwie für mich ist wie Kindergarten. Ja? Also vor allen Dingen, wenn man denkt, man ist im integralen Umfeld, wir nehmen wieder so viel an. Ja? Ich habe da einfach die Annahme, dass da diese Bereitschaft. Ach, das nennt man positive Projektion. Ja, genau. Ich weiß, ich habe auch mit dem Michael Habecker seinerzeit, haben wir mal uns ausgetauscht, dass wir beide Spirit in Action erleben wollten. Mhm. Und das war also für beide dann eher, haben wir gemerkt, also wir beide haben zwar einen guten Draht gehabt, aber sehr viele waren eigentlich nicht bereit, sondern wollten sich selbst verwirklichen auf irgendeine Weise. Ja. Und gehört auch dazu, aber wenn du eine Gemeinschaft bildest, also dann ist es auch ein We-Space und ja, also sagen wir, sehr köstlich und neu für mich auch, aber inzwischen für viele schon eine alte Sache, sind diese in einer Beziehung die essentiellen Zwiegespräche vom Möller, heißt der Möller. Wo immer nur einer redet und der andere hört zu. 5 Minuten, nicht? Oh, Viertelstunde auch. Das ist also, solange du willst, du machst es vorher aus. Es soll nicht länger als 1,5 Stunden dauern, das Ganze, weil dann lässt die Aufmerksamkeit nach. Also das finde ich auch nicht so einfach, weil wir einfach nicht gewohnt sind, dass der andere Monologe führt. Und nervende Monologe dann überhaupt. Also aber es soll Beziehungen vertiefen und wird eigentlich von allen, die es machen, sehr geschätzt. Also, es ist ja auch ein psychologisches Mittel, nicht? In der Paartherapie, psychotherapeutisches Mittel. Das sage ich 5 Minuten. Dass wenn ein Problem ist, dass man sich zusammensetzt und jeder 5 Minuten redet, und dann kommt der andere dran. Und dann ist eben die Frage, wie weit der andere dann Bezug zu dem, was vorher gesagt wurde, nehmen soll. Denn ein anderer Grundsatz ist, von sich selber ausgehen. Genau. Und nicht in den 5 Minuten sagen, du bist ein Arschloch, du hast das und das. Ja, genau das nicht. Genau das nicht. Also das muss man, aber sie haben ja auch bestimmte Regeln vorher. Und eine davon ist, keine Fragen stellen.
meine Fragen immer in eine bestimmte Richtung zu lenken versuchen. Das ist auch etwas, was ich erst einmal zur Kenntnis nehmen musste. Und das andere ist natürlich, wie weit du wortgläubig bist. Also wenn jemand etwas auf eine bestimmte Weise sagt, ist das auch deine Sprache? Das ist nämlich also für mich das Entscheidende gewesen, wie ich also mal das mir angehört habe. Und für mich war der Ausweg, dass wir dann gezeichnet haben. Während wir gesprochen haben, haben wir gezeichnet. Also da ist dann etwas da, was du wirklich sehen kannst, wenn nur die Worte, das war mir zu flüchtig. Aber gut, das ist also der essentielle Dialog und Zwiegespräch heißt ja. Aber auch da ist die Voraussetzung des Zuhörens da, ja. Ja, wir haben jetzt von Zwiegespräch gesprochen. Dialog heißt ja eigentlich auch Zwiegespräch, aber unsere Erfahrung ist ja ein Multilog, das Ja, heißt ja, ja, ja. Multilog ist gut, ja. mit mehreren Menschen. Und da denke ich mir, das ist dann noch mal eine andere Herausforderung, weil du kannst, wenn du Bezug nehmen möchtest auf das, was vorher gesagt wurde, aber zwischendurch sind schon wieder drei, vier, fünf andere Fortspinnungen stattgefunden. Ist es dann sehr viel schwieriger, das, was du unbedingt sagen wolltest, Ja, überhaupt noch anzubringen. aber da bist du Und genau dann, am Punkt. Musst du das dann noch anbringen, ne? genau, das ist es. Das Ja. ist dann nämlich eine neue Regel. Ist das, was du sagen wirst, wirklich relevant? Das kann 5 Minuten vorher relevant Ja, gewesen sein. genau. Aber jetzt 5 Minuten später nicht mehr. Und nur weil du so was Tolles dir ausgedacht hast, musst du Was jetzt so völlig selber halten. hundertprozentig dazu gepasst hätte, ne? Aber das ist genau das, was ja auch, glaube ich, ich muss wieder Wilber erwähnen, die Spannung halten. Dass das also eine Qualität ist im Gespräch überhaupt, wenn es eine Gruppe ist, wenn etwas ist, das sich irritiert, dass du die Spannung hältst. Und daraus kann sich dann plötzlich etwas ganz Neues entwickeln. Das habe ich öfters erfahren und das war sehr, also dieses, ich glaube, das ist auf der grünen Memstufe, dass Irritation hat Vorrang. Und ich glaube, auf Gelb ist das nicht mehr der Fall, dass Irritation Vorrang Wie hat, sondern meinst du dass du das? die Spannung hältst. Wie meinst du das? Irritation hat Vorrang? Das war eine Regel bei grünen Gruppen. Also immer, wenn einer eine Irritation, wenn irritiert war, dann Achso, war das, dann ja, darf da er durfte raus. er sofort Ah, damit herausplatzen. Ne? okay. Ja. Und das offensichtlich ist das also ein Schritt zu einer umfassenderen, holistischeren Wahrnehmung der Dinge, um es also die gelbe Stufe anders zu benennen, den Second Tier, dass du von höher drauf runter und dass du warten kannst. Was tut sich? Wir haben das ja einmal auch gehabt, wie wir bei der Johanna waren, wo wir so aneinander gekracht sind, auch wer ist jetzt eigentlich die Führerin und so. Und da habe ich damals auch ganz intuitiv gebeten, die Spannung zu halten bis zum nächsten Morgen, weil da wollte er nach Hause oder was weiß ich, also, oder ja, alles absagen. Und dann ging es plötzlich weiter. Also das ein eigener Prozess, den ich sehr schätze. Und je mehr du lernst, den Mund zu halten und einmal das in dir anzuschauen, umso einfacher wird es, ist meine Erfahrung. Fällt mir gerade dazu auch schlagkräftig ein. Früher hat man gesagt, die Nacht überschlafen. Ja, die Nacht Das ist schon überschlafen, eine ja. Weisheit gewesen, ne? Oder wenn man um Mitternacht noch unbedingt ein Mail schreibt, warten und am nächsten Morgen dann das Ganze nochmal. Also das ist, glaube ich, auch ein guter Rat, weil da kommen also diese meisten etwas wirren oder wilden Mails kommen meistens nach Mitternacht und das ist kein günstiger Zeitpunkt. Bin ich nicht mehr wach, da kriege ich keine Mails mehr. Aber jetzt gehe ich nochmal da zurückgehen. Man kann natürlich auf etwas, was vorher gesagt wurde, zurückgehen, wenn man was dazu sagen möchte. Aber da muss jetzt das irgendwie einfließen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Es ist nicht einfach wie auf 2 Stufen runter und so tun, als wäre nichts gewesen im ko-kreativen Dialog, sondern das muss irgendwie die neue Erkenntnis, die sich schon entwickelt hat, dadurch, dass andere gesprochen haben, die muss dann irgendwie mit eingebunden sein. Ich kann jetzt nicht sagen, wie, aber ich habe so das Gefühl, dass es einfach, das ist einer der Punkte, wo du das Gefühl hast, jemand ist nicht dabei. Wenn er plötzlich so reinplatzt,
als wäre er noch 10 Minuten früher. Ja? Die, wie wir vorhin ja schon gesagt haben, dadurch, dass jemand einen anderen einen Input gibt. Also wir haben ja schon das große Privileg zu sagen, ich wollte was sagen, aber ich habe es vergessen. Das heißt, damit ist es nicht so wichtig, wirklich. Ne? Und das war nur on the spur of the moment, also plötzlich wichtig, aber dann ist es schon wieder im Fluss weggeschwommen. Das finde ich also sehr nützlich. Sehr nützlich. Und ich bemühe mich auch gar nicht mehr, mich zu erinnern, was wollte ich denn da sagen, sondern lasse ich es. Also das ist. Ja, und da kommen wir zum anderen Charakteristikum von ko-kreativen Dialog. Da gibt es kein festgelegtes Thema und Ziel, wo man hin muss, sondern das kann sich entwickeln zu was völlig was anderem. Da gibt es natürlich dann Leute, die sagen, ja, also das ist ja durcheinander und das ist ja, also, das ist Wirrwarr und da kommt ja gar nichts mehr. Was wolltet ihr eigentlich sagen? Was wolltet ihr mit dem ganzen Gespräch sagen? Ja, vielleicht. Schon, hat er recht, wenn man so gewöhnt ist, dass man so Linear. lineare Dialoge führt. Aber wir machen ja, das hast du mir jetzt das Wort gegeben, wir machen ja im Grunde immer so, wir gehen immer wieder zurück und holen das wieder rein ins Weitergehen. Das ist wie so ein, ich habe das Bild von einem Rudern. Du ruderst gerade, ja. Ja, genau. Dass man in Ja. dem Wasser rudert und wenn eine starke Strömung kommt, dann geht man halt mal in eine andere Richtung, ja. Und man kommt schon irgendwann mal da drüben an, wo man hin will. Aber unter Umständen fährt man ein paar Kurven. Ich bin auch gar nicht so sicher, dass wir, also ich bin sogar sehr sicher, dass wir eigentlich nie vorher genau wissen, wo wir hinwollen. Egal wie das Thema ist, weil, und ich finde das auch also sehr ausgrenzend, wenn ich schon genau weiß, wo ich hin will. Weil es gibt also unendliche Möglichkeiten. Ja, im Wie, ko-kreativen ja, Dialog, ja. unendliche Möglichkeiten. Und alles andere, das also nur immer abstreicht, ausgrenzt, beschneidet uns. Das ist, ja, ich verstehe, warum die Firmen jetzt also mehr ko-kreative Dialoge wollen in ihren Teams. Weil vielleicht einfach das Begrenzende erkannt wurde. Und das finde ich spannend, ja, dass das also mittlerweile auch in die typischen zielgerichteten Bereiche hineingeht, dass sie merken, sie kriegen weniger dadurch, dass sie sich so eingrenzen und so geradeaus gehen, statt ich würde das ja als das männliche Prinzip nehmen, ne? Also hier gehe ich los, dort würde ich hin und nun gehe ich geradeaus dahin, ja, und gucke nicht nach rechts und nach links. Und das weibliche Prinzip ist ja losgehen, ha, da oben, ja, da will ich hin. Und dann gehen wir mal los und sehen, was man mitnehmen kann. Das war ja auch das, was mich an Feminine Power damals so fasziniert hat, dass das das weibliche Prinzip ist. Also gehen jetzt Businesses in diese mehr weibliche Richtung. Das finde ich toll. Aber wahrscheinlich, weil sie gemerkt haben, dass sie da mehr Kreativität kriegen. Ja, Ja. die Sache ist, die, also, wenn ich an linear denke und an Firmen denke, das erste Wort, das auftaucht, ist Profit. Und du kannst nicht mit Profit allein mehr eine Firma am Laufen halten, glaube ich. Also überhaupt auch die Gesellschaft nicht. Es gibt so viele andere Faktoren und solange die nicht einfließen, scheitern wir. Ja, das Allein ist an unserem sturen, an der sturen Ausrichtung. Also diese Gier, diese Profitgier, diese psychologische Sache, die einfach viele Unternehmer anschauen müssen. und dabei bin ich mir noch nicht mal sicher, dass es nur Profitgier ist, sondern es ist wahrscheinlich auch ein Unwissen, wie komme ich aus dieser geraden laufenden Schiene raus. Das ist wie ein Zug auf der Schiene fährt und da gibt es keine Weichen. Ich kenne nur das, ja. Und da muss ich dann noch mehr, 10-mal gegen die Wand und immer noch geht es nicht. Also muss ich noch mal gegen die Wand mit dem Kopf, ja. Irgend sowas. Du hast Weichen gesagt und das, da komme ich in Resonanz. Also wie können wir Weichen einbauen in unseren Dialogen? Schönes Bild. Ne? Ja. Wodurch entsteht eine Weiche? Darüber habe ich noch nicht nachgedacht, aber das gefällt mir, das Bild. Ja, zum Beispiel, was du jetzt gemacht hast.
Ich habe Weiche gesagt und bei dir hat es was Bei ausgelöst mir und ist ein du hast Bild jetzt, ausgelöst, ja. genau, und du hast das Gespräch in die Richtung jetzt, und die könnte jetzt in der Richtung weitergehen oder es könnte in der Richtung weitergehen, die wir vorher eingeschlagen haben. Das sind beide Möglichkeiten. Aber jetzt haben wir schon zwei, ne? Vorher hatten wir nur eine. Nein, ich habe das eigentlich jetzt nur mir gedacht, dem werde ich nachgehen. Nicht, dass wir es jetzt hier bereits, weil jedes neue Bild will sich ja erst formen und vertiefen. Und darüber habe ich also noch nie, wie man im Gespräch die Weichen stellt. Ja, stellt. Da ist ja wieder jemand, der stellt. Ja, Ja, da gut. ist schon eine Weiche da, ne, die du durch. Welche wird aktiviert? Ja, Welche wird ich aktiviert? würde eher sagen, das sind vielleicht die Drehpunkte vom Bilber. Ja, Ne? okay. Würde ich ja so, das gefällt mir irgendwie, das ist ein Drehpunkt, hat für mich mehr, ja, mehr Möglichkeiten Ja, als man kann ein. auch in die andere die Richtung zurückschießen, wenn man es überdreht. Ah, Ja. ja, es finde ich jetzt schön, weil in gewisser Weise wollen wir ja auch ein Beispiel geben, was durch was wir jetzt reden, was ein ko-kreativer Dialog sein kann. Wir reden natürlich auch ziemlich schnell und lassen nicht viel Pausen. Es ist möglicherweise wichtiger, wenn mehr Menschen sind, sodass die einen Platz finden, um hineinzukommen. Während wenn wir zwei uns unterhalten, dann, wenn der eine dann lauter redet, dann gibt der andere schon nach. Zur Kenntnis genommen. Ja, nee, ich bin da, dabei, die Regeln zu formulieren, ne? Und die Relevanz der Regeln. Ja, ohne Regeln tun wir uns sehr schwer noch, weil wir ja alle aus dem konformen, also blauen Mem kommen, also Regeln, und weil wir brauchen die Regeln, wir brauchen die Verkehrsregeln, und auch Zwiegespräch ist ein Verkehr miteinander. Keine Einbahnstraße, aber wo Einbahnstraßen sind, ist es gut, nicht dagegen zu fahren. Also wie wir uns dazu überwinden können, ko-kreativ zu werden. Also ich glaube schon, dass es auch eine Bereitschaft ist, die du mitbringen solltest. Genau. Ich habe mir das so ein bisschen nach den Quadranten aufgelistet und da war eben die Bereitschaft, die innere Bereitschaft, da mitwirken zu wollen, ganz, ganz, ganz wichtig. Und auch dann, aber der untere linke Quadrant ist dann die gemeinsame Intention, ist auch wichtig, aus denen sich dann eventuell implizit bleibende Regeln entwickeln oder sie sogar explizit gemacht werden, ohne dass man dann gleich Allergien kriegt. Oh Gott, ich will aber keine Regeln. Ja, Regeln gibt es immer, ob man das will oder nicht. Das sind einfach da. Aber man weiß nicht immer, dass sie da sind. Aber insofern, mir macht es nichts aus, wenn sie explizit wären. Nur muss man aufpassen, dass sie nicht zu lang wären, dass man nicht versucht, jedes einzelne Moment in Regeln zu fassen. Was Und habe ich oben denn? rechts, was hast du da? Oben Oben rechts. rechts habe ich mit Verhaltensweisen sich im Feld entsprechend verhalten und Stille aushalten können, solche Sachen. Ja, dass man nicht sofort, wenn jetzt mal keiner was sagt, dass man meint, oh Gott, jetzt muss ich ja als guter Moderator reinplatzen. Ja. Könnte ich mich so beim Schlaffe dich nicht. Naja, wir haben aber, sagen wir, nicht einmal noch bisher dafür ein Symbol oder eine Geste oder etwas gefunden. Mein ja, der Gong ist eine Möglichkeit. Aber also das fällt mir schon auch auf, dass wir bisher also möglichst bemüht sind, nicht zu lange Pausen zu lassen. Ich meine, am Brunnen, wenn es weniger Frauen sind, die schon mehr Erfahrung damit hat, dann ist es einfacher. Aber bei den Dienstaggesprächen, also da merke ich schon, da wird also nichts zu sagen immer eher als negativ empfunden, dass Ja, es das eine ist auch Stille ist. normal.
Wir haben das ist normal. Ja, wir haben das so gelernt. Lass bloß keine Pausen aufkommen. Ja, wenn du in der Schule aufgerufen wurdest und du musstest was raussprudeln, ja, und da kam nichts, setzen, sechs, ja. Also Pausen wurden nie besonders positiv bewertet. Und das finde ich schon einen sehr bewussten Akt und wahrscheinlich eine Regel, die auch wirklich ganz deutlich gesagt werden muss. Wenn Pausen entstehen, halt sie aus. Und kreativ. Sag, die Pause ist kreativ. Sag, die Stille ist kreativ. Sag erst was, wenn es wirklich wichtig ist. Ja, das gibt es ja auch in manchen Runden, die Vorgabe, wirklich nur was zu sagen, wenn es ganz, ganz wichtig für dich ist, jetzt sagen zu müssen. Oder noch genauer, nicht für dich wichtig, sondern für den Raum richtig. Ja. Also, was wir. Für mich auch und den Raum. Ja. Ach, das Ego. Naja, also wenn es für dich nicht wichtig wäre, würdest du es ja gar nicht erst sagen. Also das Ego gehört schon auch dazu. Ne? Es geht ja nicht nur um den Raum und nicht nur um andere. Ne? Das ist wie beim Flugzeug, wo sie sagen, wenn im Zweifelsfall erst selber die Maske aufsetzen und genau. Dann den anderen. Ne? Also genau. Wir tauchen schon auch noch auf. Und da komme ich ja immer wieder auf mein Frauenthema. Wir haben lange genug gelernt, dass wir eigentlich nicht auftauchen sollten, sondern immer erst die anderen. Insofern haben wir da vielleicht noch immer diese Hemmung. Oder wir rennen dann zu sehr rein. Ja? Also ich habe nicht das Gefühl, dass das schon selbstverständlich ist, dass die Selbstdarstellung von Frauen und die Selbstannahme und das Umgang mit dem eigenen Ego, was ja, vorher unterdrückt war. Du hast ja wieder das Fantastische, weil ich wollte gerade sagen, es ist natürlich von unserem katholischen Hintergrund der Gesellschaft, nicht nur der persönliche, aber auch der Gesellschaft. Die Frau hat in der Kirche zu schweigen. Und du siehst es ja jetzt, was sich abspielt wieder unter diesem Papst, der so revolutionär sein wollte. Und dann kommt natürlich wieder die alte Kick und die Sache ist nicht so leicht, also dass man da eine Änderung bewirkt. Aber für uns selbst persönlich, also ja, also ich weiß ja nicht, wie katholisch noch jede von uns ist. Also ich bin nicht katholisch, das kann ich mal gleich sagen. Aber ich wollte noch was anderes, kommt mir natürlich ganz schnell rein und das muss ich unbedingt sagen. Aber bitte, ja, unbedingt. Mir fällt auf, dass eben Frauen verhältnismäßig wenig was sagen, auch in den integralen Kreisen. Ich habe besprochen, mit wem man dann so Interviews machen kann und so und dann kriege ich lauter Vorschläge von Männern. Oder ich war bei diesem Autoren in Nürnberg bei der Tagung, Autorenrunde, ich die einzige Frau mit 5 oder 6 Männern. Und in der nächsten Runde war auch nur eine Frau mit 5 oder 6 Männern. Also warum? Ich denke nicht, dass es die bösen Männer sind, die uns nicht dahin lassen. Aber wieso sind wir immer noch so verhaftet? Ja, das ist... Ja, weil wir fürchten, gut geredet zu werden. Ich habe das andere Beispiel, bei den integralen Salons sind es meistens mehr Frauen als Männer, die anwesend sind. Wir hatten, also als ich diese 3 Jahre lang diese geschlossene Gruppe machte, da war es ausgewogen. Gleich viel Männer, gleich viel zufällig, aber das war angenehm, sehr angenehm. Wir haben natürlich auch Prediger. Im Salon, die also Unmengen sehr belesen sind und auch gut formulieren können und da kriegst du also kaum ein Wort dazwischen, das ist ganz klar. Aber da brauchst du einen guten Moderator dann, also dass doch jemand, wenn man weiß, man kennt die Leute ja dann nach einiger Zeit und okay, dann muss man moderieren. Also Moderation ist schon auch wichtig. Genau, da komme ich nämlich dazu. Predigen ist kein Merkmal von ko-kreativen Dialog, dass einer einen Vortrag hält. Es sei denn, er ist dazu in bestimmten Momenten ermächtigt. Ja. Aber dass er einfach das Wort an sich reißt und nicht mehr weggibt, das heißt, dass man eine bestimmte Zeit das Gefühl hat, so jetzt wird es Zeit, dass ich mal aufhöre zu reden und mal jemand anders reden lasse. Ne? Das gehört auch dazu. Als ja, wenn du einen ko-kreativen Dialog findest, wenn jemand also irgendein Referat hält, dann wunderbar. Ja.
Und es gibt natürlich bestimmte Gebiete, über die einige mehr wissen als andere. Und dann wäre es vielleicht auch günstig, wieder eine Regel, zu sagen, dazu habe ich noch einiges zu sagen, wollt ihr es hören? Genau, oder die Leute fragen, oh, da möchte ich aber gern noch mehr hören. Statt Genau. einfach anzunehmen, dass jeder da brennend interessiert ist. Das ist noch ein anderes, was mir aufgefallen ist, dass es oft nicht wahrgenommen wird, dass das Publikum gar nicht mehr zuhört. Also ich rede jetzt damals von der Nürnberger Tagung, wo ich da mit Also. den 5, 6 Männern da nachts um 9:30 oder um 9 in dem sogenannten Autorencafé saß. Und die dann ihre Theorien abgehandelt haben. Und ich habe da gesagt, also irgendwann wurde es mir zu viel. Ja? Und ich bin auch fast eingeschlafen dabei, habe gesehen im Publikum die Leute, oh Gott, oh Gott. Und dann habe ich mich eben hingestellt und habe gesagt, ich fühle mich jetzt als Frau aufgefordert, da hier mal was dagegen zu sagen oder mal eine andere Position zu vertreten. Und plötzlich sind sie alle aufgewacht, ja, im Publikum und haben dann plötzlich wieder zugehört. Aber das nur als Beispiel, dass man, wenn man selber so interessiert ist, und ich kann mich da nicht ganz ausnehmen, dass man dann so im Gespräch drin ist, dass man gar nicht merkt, ob es die Leute überhaupt noch interessiert. Übrigens, wenn ihr das Video hört, wir können euch nicht sehen. Also die Clues kriegen wir nicht, ob es euch noch interessiert oder nicht. Wir sehen uns nur gegenseitig. Ja, aber in die Zukunft zu schauen, naja, wer weiß, ja. Vielleicht werden wir es irgendwann auch schaffen, von der linearen Zeitachse ganz herunterzugehen. Ich lese gerade das Sees-Material und die vielen Möglichkeiten, die wir haben, the probabilities. Also das ist schon verlockend. Und ich glaube, Wir es hatten ja ändert. mal die nichtlineare Zeit. Und wie ich, die ich hier so auf dem Land wohne und ständig die Wiederkehr der Gezeiten, wirklich Gezeiten, wie sagt man da, Jahreszeiten. Jahreszeiten, genau, immer wieder sehe, es hat was von Zyklizität. Und warum können wir das nicht beides leben? Ja? Warum muss es immer nur die lineare Zeit sein? Insofern, ich weiß nichts über das, was du gerade liest. Das ist Ich ein überlege spannendes gerade, Thema. eine Uhr, die eine zyklische Zeit hat, wäre vielleicht einmal was anderes, ne? Weil so gehst du ja natürlich immer linear weiter und sobald du aufwachst, schaust du auf die Uhr und weißt, wie es linear weitergeht. Aber, und das kann ich mir auch nicht abgewöhnen. Also das, ich schaue die Zeit immer, ja, eine Stunde habe ich und 60 Minuten habe ich. Und es gibt natürlich Situationen, in denen du auf die Zeit vergisst. Und dann wird sie manchmal knapp gegen Ende. Also das ist auch unsere Erfahrung. Und eine meiner Themen, die ich ja so gerne mal irgendwann, ich weiß noch nicht wie und wo, sind, wie wir Übergänge schaffen. Wie wir aus einem Bewusstseinszustand in einen anderen einsteigen. Also nicht nur jetzt in den Traum und in den Schlaf, in den Traum oder Trance. Und wie wir uns dann wieder herauslösen können. Also da gibt es dann auch, das wäre zum Beispiel ein Thema, das ich auch gern irgendwann einmal, weil ich bin sicher, dass da einige auch, also gerade die Ulrike, wenn sie da ihre Hahnschmiedearbeit macht, wie löst sie sich damit heraus, damit sie ihre Buchhaltung machen kann zum Beispiel und solche Dinge. Ne? Also das wäre auch sicher nützlich, wenn wir uns damit einmal beschäftigen. Ich bin immer noch bei der zyklischen Zeit. Ich denke wirklich, dass ich die erlebe. Und zwar hat es was mit morgen über Nacht, dann wird es hell und dann aufstehen und dann ist dann wieder ein Abend und dann ist dann wieder ein Morgen. Ich überlege mir gerade eine Uhr, die zyklisch sein würde. Das wäre sowas wie ein die morgens miteinander vergleichen, die früh um 8, die ganze Woche oder sowas. Also ich spinne jetzt da hier ein bisschen in meinem Kopf. Aber ich kann ganz gut zyklische Zeit erleben. Und da habe ich das Gefühl, die Zeit läuft nicht weg, überhaupt nicht weg. Aber sie bleibt irgendwie wie so eine Wolke stehen. Ach, ist jetzt schon wieder ein Tag vorbei, ja? Aber das Gefühl, ach, da war ich doch gerade erst. Ja, und ah ja, und jetzt ist morgen und jetzt ist ein anderer Morgen. War das jetzt heute oder war es gestern? Also, das würde ich sagen, ist sowas wie zyklische Zeit Naja, ich wahrnehmen. glaube, sobald du mehr mit der Natur zu tun hast, was du ja hast, also wenn du die Oliven schneidest, Ja.
Da bist du näher dran an der zyklischen Zeit, während ich als Städterin, ja, ich pflanze auch Blumen und die Bienen sind plötzlich da. Schau an, die Bienen, jetzt im Februar sind schon die Bienen da und so weiter. Oh, ich würde dir so gerne meine Wiese zeigen können. Die Ich habe, ist ganz voll mit ja, ich habe Anemonen. Das ist gesehen, wunderbar. und zwar so schöne Farbe haben sie auch. Habe ich, Ja. ja, hast das Foto geschickt, sehr schön, ja. Und ja, kehren wir wieder mal noch zurück Zurück, zu ja. unserem Thema. Also im unten rechten Karton habe ich mir so überlegt, dass das Setting eben ganz wichtig ist, ne? Auch es gibt ja bestimmte, auch wenn man jetzt in Person da ist, bestimmte Settings, die das fördern, einen ko-kreativen Dialog. Da ist sicher der grüne Zirkel besser, als wenn man hintereinander in einer Reihe sitzt und so. Und dann eben die Struktur, die Regeln, die wir uns geben. Und was wir in den Dienstagsgruppen machen, ist ja durch das Check-in zu gucken, welche Themen sind Genau. wichtig, wo ist die Energie. Und was wollen wir, wo führt es uns hin? Was sind wir bereit, über die Themen zu sprechen, die so emergieren? Oder wollen wir doch was anderes machen? Das bedeutet also, einen Dialog führen angesichts der im Raum vorhandenen Energie, die Weichenstellungen? Weichenstellungen, ja. 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 Wobei natürlich nicht alle in der gleichen Energien sein müssen, aber bei einigen Leuten muss die schon da sein und die anderen müssen zumindest damit am gleichen Strang ziehen können, auch wenn es im Moment nicht ihr Hauptthema ist. Ich denke, das ist systemisch, ne? Der unten rechts. Und dass man eben schon weiß, dass man erlaubt, dass die Entwicklung sich ergibt des Gespräches. Okay, So ja. wie wir jetzt gerade hier mal einen Ausflug in die Zeit gemacht haben, was ja nun nicht unbedingt zu den Charakteristiken der ko-kreativen Dialoge gehört. Nicht unbedingt, aber dass man immer wieder dann in den Fluss hineingeht, weil man weiß, der Fluss ist das Wichtige. Und vielleicht hat uns ja das über die Zeit des Gesprächs was gebracht, auch wenn man was ganz was anders so im Fernblick hatten, worüber man reden wollte. Also ich sage das Ich als habe jetzt Beispiel jetzt. das Bild gehabt, zuerst hast du ja gerudert, ne? Und Ja. jetzt habe ich das Bild gehabt, da gibt es doch auch auf den Eisenbahnschienen so ein Gerät, wo man fahren kann, indem man da so hin und her rudert. Weiß nicht, ob du das schon je gesehen hast. Na-ah. Das ist es auch, hat vier Räder und hat einen Hebel, mit dem du dich also immer weiter bewegst. Und so ungefähr, also durch diese Bewegung entstehen ja auch die Dialoge. Nur du brauchst die Schienen unten, so wie hier. Und für mich ist systemisch vor allem, dass wir die Technik zur Verfügung haben. Also das ist vor allem das Systemische für mich, dass die Technik beherrschbar wurde. Ja, wenn wir Ferndialoge machen oder Und Ferngespräche, ja. ja. Also im Live ist es natürlich wieder aufs andere. Wir reden ja hauptsächlich jetzt einmal von unseren Ja. YouTube-Gesprächen. Und dann über unten links haben wir schon gesprochen, der Respace, der irgendwie ja vorhanden sein muss, wenn man ko-kreative Dialoge machen. Ich glaube, ohne geht das nicht. Glaube ich nicht. Also, wir Die hatten ja ein paar. Bewusstheit dafür, Ja, für den ja. Raum, für den Ja. WeSpace, ne? Wobei es natürlich verschiedene Tiefen und Intensitäten von WeSpace gibt. Ja? Es muss nicht unbedingt die tiefste Tiefe sein, aber es muss, glaube ich, ein Agreed upon WeSpace sein. Also ein gemeinsamer Raum, was er dann für Charakteristiken ist, ob er mehr spirituell ist oder mehr dies oder mehr das, das ist, glaube ich, hängt von dem Menschen ab und von dem, warum wir zusammenkommen, oder? Ich habe noch ein Kriterium, Mhm. woran du merkst, dass du jetzt im WeSpace bist, also dass du jetzt co-kreativ. Und das, also so wie auch das Feedback kam, ist es immer dann, wenn du auch körperlich plötzlich spürst, dass Wärme aufsteigt. Ah, Also okay. ein nährender, das es nährt, also das Wesen nährt, nicht irgendeinen Teil von dir, sondern das Wesen.
Und das geht also vom, ja, das steigt von unten auf bei mir. Also es geht vor allem auch um die Herzweitung. Also wir sind wieder Ja, mal also beim das wollte ich Herz. dazu sagen. Ich habe mehr so Ja. ein Gefühl von ich würde fast sagen Aufregung. Ja, sowas ähnliches wie Wunder Ja, ja, oder ja, ja, ne, ja, sowas, ja, ein ja. bisschen was von Ergriffenheit vielleicht, so in Ja. der Richtung. Ja, aber. Zuzugehören oder dass da was läuft irgendwie. Ja. Weiß Aber es ich ist nicht. also, es ist wirklich ein Merkmal für mich, wenn ich mich energetisch plötzlich bewegter spüre. Also das ist, dann läuft es richtig, sagen wir es so. Ich habe da noch nie drauf geachtet in dem Sinne, aber Oh an ja. dieses Gefühl Ich kann ich spreche mich es schon jedes erinnern. Mal beim B-Space, also Lab, beim Steininger, spreche ich es auch immer wieder an und dann plötzlich kommt der Feedback. Also dann ja und dieses und jenes und dann, aber vorher wird es nicht erwähnt. Also das, Okay. ja. Gut, gefühlter Wirraum, ungeschriebene Verhaltensregeln, die können auch emergieren. Regeln werden beachtet und eingefordert. Wenn man den V-Space, den Dialog retten will, als ko-kreativer Dialog, muss man manchmal eingreifen als Moderator und das wieder auf die Bahn bringen. Oder manchmal geht es auch kaputt, das Setting. Ja, das Oder? meint das, wisst ihr, dass wir, dass jeder vorher sich indirekt oder direkt verpflichtet, den Raum zu halten, auf den Raum zu achten. Und wenn er, und man merkt ja, wenn er plötzlich, wenn die Energie plötzlich absinkt, ne, dann könnte man vielleicht einfach das wieder in Erinnerung rufen. Also wo seid ihr jetzt energetisch oder, weil es ist natürlich schon, hängt davon von der Tagesverfassung ab. Manche sind todmüd, wenn sie kommen und so, also das ist natürlich anders, aber die meisten sagen dann nachher, ja, ach, jetzt fühle ich mich viel besser und belebter und also es tut an und für sich gut, glaube ich. Und es ist schade, dass wir es in der Gesellschaft nicht mehr, dass es noch nicht Mainstream ist. Ja, aber was du jetzt sagst, das bringt mich dahin, man braucht doch einen Moderator, der sozusagen autorisiert ist, da bestimmte, wie du gerade sagst, gehen wir wieder in die Energie, achten auf die Energie, den Ja, ich Blick im Raum würde, halten. ja, eher, also ich würde es sogar eher, warte mal, wie haben wir das auch genannt? Energie, nicht Beobachter, also der für die, der auf die Energie achtet. Also das haben wir auch in den Gruppen immer gehabt. Das, also ich habe da oft mich freiwillig, weil ich spüre es recht gut. Und ja, aber ich habe es noch nie virtuell versucht. Also das. Und da kommt mir auch noch, es ist mehr wichtiger, die Energie zu erhalten, als das Thema und den Inhalt. Genau. Genau. Schreib's auf. Weil ja, die Energie ist das, die Hülle bildet und der Inhalt kann da drin fluktuieren. Der kann mal so gehen und fließen dahin und dorthin. Aber wenn das Energiefeld gebrochen ist, ich habe jetzt gerade so einen Luftballon im Bild. Wenn das Energiefeld verbrochen wird, macht der Luftballon puff und ist alles weg. Weil du das sagst, wir haben auch gerade so ein Puzzle gemacht von Hasterin mit Heißluftballonen. Das heißt, es muss gefeuert werden, dass er aufsteigt. Und wenn er zu hoch ist, muss Ballast, wenn er nicht aufsteigt, muss Ballast abgeworfen werden. Er hat ja auch immer so Sandsäcke drumherum. Und wenn er zu hoch ist, dann muss also irgendwie das gedrosselt werden, die Hitze. Und ja, die Landung ist oft also heikel. Das, was ich von meinen Ballonfahrten in Erinnerung habe, das ist eines der heikelsten Dinge, Gefahren? die Landung. Warst du schon mal auf dem Ballon? Ja, meine Tochter hat mir den zum, ich weiß nicht, irgendeinem Geburtstag geschenkt. Cool. Und das Heikelste war die Landung. Also da war es dann, und das Witzige war nur, die Leute dort, die haben schon alle gewusst, ja, jetzt kommt der wieder und der ratscht über die ganzen Kirschbäume hinweg oder sonst. Aber es war ohne dies problemlos, aber trotzdem. Also das war, da war man schon ein bisschen angespannt. Während der Flug selbst, da tut sich ja nichts, da schaust nur und ja, bist ganz zufrieden. Aber es ist also schon vergleichbar mit einem Heißluftballonfahren, diese Dialoge. Ja, wie den Ballast abwerfen, wenn es nicht aufsteigt, wie machst du das? Wenn du Sind jetzt der, wir wieder beim Ego, ne? nee, ich meine jetzt, wenn du der Energieraumhalter bist. Ja.
Und du Ja, möchtest. meistens geht es ja dann darum, dass irgendwelche egoische, also rein persönliche Anliegen Ballast werden bei der Sache. Also, was weiß ich, besondere, ja, also ich will jetzt nicht auf die Krankheiten eingehen, aber meistens sind es also rein persönliche Dinge, die über alles andere gestellt werden. Und das eben dann anzusprechen, wäre vielleicht, dass es nicht im Sinne des Wir-Raums ist. Ja. Und wie kann Wirraum zu viel werden, sodass man ein bisschen das Feuer drosseln muss? Das habe ich noch nie erlebt. Habe ich noch nicht erlebt. Also mir ist es bis jetzt noch nie zu viel geworden. Aber bitte, wenn wir das herausfordern, vielleicht. Ist spannend. So, das war Ja. da unten links. Geteilte Intentionen, Regel betrachtet und einfordern. Davon sind wir ausgegangen, von dem Einfordern. Und dann die geteilte Intention. Oben links habe ich hingeschrieben, wer bin ich? Dass wir also uns schon klar sein müssen, als wer wir da sein wollen, nicht? Ja. Und das Ego muss bei ko-kreativen Dialogen, ich will nicht sagen beiseite gelassen werden, aber doch in guter Hand. An der Hand Die geführt Hände werden. verstaut. An der Hand geführt werden. Und natürlich die üblichen Vorgaben, dass du doch auch schon deine Schattenseiten etwas kennst und weißt, was dich triggert. Und wenn du merkst, der Trigger ist da, dann sagst du, ah, der Trigger ist da und lass das dabei. Ne? Genau, ohne Ja, aufzu. ja, ja, ja. Weil Dann, Trigger was sind ich noch immer, ja? geschrieben habe, ist das Interesse am Beitrag der anderen. Also nicht nur zuhören, sondern wirklich ein Interesse entwickeln. So, oh, spannend, was sagt Ja, denn der? ja, Kenne ich ja, das ja, schon? Nö, ja, kenne ja. ich noch nicht. Oh, das ist ja toll. Oder wenn ich schon kenne, ah, die sehen das aus der Perspektive. Denn es ist ja ziemlich wahrscheinlich, selbst wenn du das schon kennst, irgendwie das Thema so, dass du es aus einer anderen Perspektive siehst. Relativ wahrscheinlich. Und wenn du es aus dem Mund von jemand anders hörst, kriegst du dann noch vielleicht eine andere Nuance mit, ja? Also wirklich das Interesse haben an dem, was er sagt und wie er das sagt, oder sie in dem Falle, wenn wir von Frauen sprechen. Und vor allem nicht, es gibt da ein Wort, das mich seit einiger Zeit nervt. Das möchte ich eigentlich nicht, und das ist das Wort wertschätzend. Das kommt mir so aufgesetzt vor, sondern du sollst wirklich aus dem Herzen offen sein. Also nicht sagen, also was ist wertschätzend? Also, I appreciate that. ja, also alles, es ist mir, irgendwie kommt mir das so verlogen vor, aber gut. Es ist halt nur ein bisschen holperiges Wort, finde ich. Ja, Es ist ja, ein ja, bisschen ja, ja. aufgesetztes Wort. Aber was dahinter steht, das ist es schon, denke ich, ist schon Dass du wichtig. andere Werte schätzen kannst, ne? Das, Genau. okay, ja. Als wertvoll, ja. So, und dann, das haben wir schon gesagt, passt das, was ich jetzt sagen will, passt das in dem Moment und zum Thema und so weiter? Das ist auch oben links. Das musst du mit dir selber abmachen. Und dann auch zu sagen, zu finden, wann sage ich denn was? Und wie sage ich das? Also, da gibt es ja Leute, die meinen, sie müssen eine Aufforderung kriegen, damit sie überhaupt was sagen. Wie mache ich das, dass ich dann das, was ich sagen will, auch wirklich dann sage und mich nicht gehemmt fühle oder das Gefühl haben, die anderen unterdrücken mich oder irgend sowas, sondern wie kriege ich das mit meinen, Gute Frage, ja. ja, mit meinem inneren Prädisposition hin, dass ich dann auch wirklich das sage zu dem Moment, wo ich sagen meine, dass es jetzt richtig ist und wo ich auch den Raum dazu habe. Wie nehme ich mir den Raum? Das könnte man sagen als. Naja, da fällt mir wieder die Typologie ein, die wir hatten. Da gibt es ja jetzt sehr viele, das ist ja dominiert ja, glaube ich, schon jetzt die Psychologie, die eingeladen werden wollen. Und das ist natürlich eine Schwelle. Also dafür ist das eine Schwelle, wenn du darauf wartest, dass du eingeladen wirst, dass du was sagst. Das ist ja noch aus der Zeit, wo man sagt, ja, und jetzt gebe ich weiter an die und die Genau, und das. genau. Tja, gute Frage. Ich denke, das ist nicht, das gehört nicht unbedingt zum ko-kreativen Dialog dazu.
Weil, Ich glaube auch nicht, ja. weißt du, ich denke dran, wahrscheinlich kennst du das auch. Es gibt manche Leute, wenn du also zum Beispiel eine große Einladung hast und du hast viel in der Küche zu tun, da gibt es mit manchen Leuten, kannst du zusammenarbeiten, da musst du nicht viel sagen. Das funktioniert. Die sehen, ah, und dann kriegen sie das in die Hand, und obwohl es gar nicht der Geschäft ist, aber die sehen, du brauchst das, und dann helfen. Geht es wie, man sagt ja, Hand in Hand arbeiten. Ne? Mit manchen Leuten geht es und mit manchen Leuten geht es überhaupt nicht. Ja? Und Ich habe mir gedacht, wenn mein Mann in der Küche steht, füllt er die ganze Küche aus. Da kann ich überhaupt nichts machen. Also, das ist ja, ich habe ein paar ganz tolle Erlebnisse gehabt, wo ich jetzt 80 Gäste hatte und wir haben dafür die Essen gekocht. Und eine Freundin von mir, die ist so gut drauf. Also war ein tolles Team, ja. Aber mit manchen Leuten, denen musst du alles dreimal erklären und dann geht es immer noch nicht und dann machst du es am besten selber. Und so ähnlich ist es, glaube ich, mit ko-kreativen Dialogen auch. Wenn du jedem erst sagen musst, jetzt darfst du auch mal was dazu sagen. Du musst dein, denke ich, lernen zu wissen, jetzt bin ich dran, und das dann auch einen Weg finden, dass du dran bist. Also Oder? mein Bild ist ein anderes, dass Okay. im Flow merken, wenn es zu dir her spült und Okay. aufsteigen auf die Welle und Ins Boot mitfließen und springen. dann wieder Ins Boot springen. Nein, aufsteigen auf die Welle mitfließen und dann wieder so mit Surfbrett habe ich eigentlich vielleicht eher gedacht, ja. Also dass du schon im Flow bist. Weil ich glaube nicht, dass wir einander eigentlich je unterbrechen, wenn wir das, also auch wenn wir sieben sind. Nee, Also definitiv. das. Ich meine, du sagst dann hin und da, wenn jemand gar nichts gesagt hat. Und was meinst du, ne? Aber okay, ne? Ja. Ja, aber mir fällt es auch, wenn ich das sage, fällt mir das auch auf, ja? Und ich denke Mir mir, auch. ja, und ich Ja. denke mir, es wäre schöner, wenn derjenige Mensch sich auch äußern würde. Wenn er natürlich nicht will, dann ist es eine andere Geschichte. Aber das im V-Space, wenn das Thema Gespräch ist, das heißt, man benutzt seine Mundwerkzeuge. Wenn dann einer nichts sagt, ist es irgendwie auch komisch. Ja, also. Naja, es ist die Überwindung der Schwelle, weil du weißt zwar nicht genau, was das im Raum bewirken wird, aber du musst den Mut aufbringen, das hineinzugeben in den Raum. Genau. Da kommt mich noch auf was anderes, was wichtig ist, dass man wirklich offen zuhört, was die anderen sagen und es nicht abwertet. Genau. Also Das ist das keine, nicht jeder. Wertschätzende, aber nicht, ja, Ja, es ist anders, auf ja. keinen Fall Augenrollen oder so, ja. Ja, Also. ne. Oh Gott, jetzt fängt die schon wieder an. Obwohl manchmal gibt es natürlich solche Situationen, aber da muss man schon freundlich genug sein, um das nicht zu machen, denn der andere muss sich ja auch erstmal. Naja, wir haben da auch, wir haben da eine, weil wir eine Peer Group haben und da gibt es zwei, die haben immer ihren persönlichen Hickhack. Und Ja. das hat also in den letzten Malen so ausgeufert, dass ich also wirklich, ich habe dann einen Cartoon herumgeschickt, wo eine. Es geht um Patchwork, Patchwork-Weihnachten. Und das ist natürlich immer die Krise. Ne? Und da habe ich dann den Cartoon herumgeschickt, wo eine Bartenderin sich also anhört, wer der alle aufzählt, wer da alles zu Weihnachten da war und auch noch Mama mit dem von der Bongo-Truppe und so weiter. Es ist natürlich alles fürchterlich in die Hosen gegangen, diese. Und daran kiefeln sie immer noch. Und jetzt haben wir ihnen aber ein moderiertes Gespräch vorgeschlagen, dass wir das aus dieser Gruppe rausnehmen, weil das ist einfach nicht mehr. Und das ist es nämlich. Ne? Da musst du dann mit den Leuten extra diese Thematik, weil die lässt sich nicht, in manchen Feldern lässt er sich nicht lösen. Da komme ich wieder auf das, was du sagst. Solche Gruppen, wie jedenfalls die wir machen, sind keine Therapiegruppen. Genau. Darf man als Regel oder darf Frau Frau. benutzen als Therapieraum, dass die anderen einem als sozusagen Therapeutin zur Verfügung stehen, nicht? Das ist Ja, es. ja, ja. Das zu erkennen ist auch wichtig und dass man das dann auch anspricht. Wenn du Ja. natürlich Therapiegruppen machst, den man ja auch machen kann in V-Spaces, dann ist es was anderes. Aber Kann man das? ich denke schon. Habe ich noch nie Die überlegt. Encounter-Gruppen, die hängen ja auch ganz stark davon ab, wie die Leute sich zusammen
Hast du je Encounter gemacht? Das ist doch schon so alt. Es ist so alt, ja, aber ich habe schon einige Gruppen gemacht, wo so Ach Sachen so. aufgetreten sind. Und das ist schon wichtig, dass man Vertrauen hat, dass die Gruppe zusammenhält und dass es dann auch in der Gruppe bleibt, was passiert und solche Sachen, ja. Und es ist schon ein bestimmter Respace. Aber das machen wir ja nicht. Ja. Wir sind ja mehr am ko-kreativen Dialog interessiert und nicht an Genau. psychologischen Entwicklungshilfe oder so. Ich meine, alles hat seinen Platz und dass die Teilnehmer das erkennen, ist auch ein wichtiger Schritt. Genau, ganz genau. Das Also. heißt, es ist eigentlich eine implizite Regel auch, ne? Die man unter Umständen explizit machen müsste. Ja. Wir haben eine Stunde. Genau, ich war nochmal bei oben rechts. Die Fähigkeiten des Zuhörens, sich dem Feld entsprechend verhalten, Stille aushalten, anderen den Raum geben, die eigenen Beiträge in Kontext setzen. Das, ne? Also, dass man das nicht einfach jetzt, was vor 3 Stunden mal wichtig war, jetzt plötzlich reinknallt. Dann den Faden fortspinnen. Das ist, glaube ich, auch noch was Wichtiges, dass man eben auf das, was die anderen sagen, doch das zumindest mitnimmt. Nicht, wenn man direkt drauf eingeht, aber das ist wie so ein mehrfarbiges Strickpullover, ja, dass da alle Fäden mitgenommen werden. Ja, und dann. Ja, kreativ aufbauen, habe ich dann noch geschrieben. Jetzt noch eine andere Frage, kurz bevor wir Schluss machen, denn eine Stunde Brainstormen ist schon eine ganze Menge. Hat es auch was mit Entwicklungsstufen zu tun? Gibt es V-Spaces auf allen Stufen und ko-kreative V-Spaces, so wie wir vorhin, glaube ich, schon gesagt haben, hat ein bisschen was mit grünlich-gelb zu tun. Aber V-Space an sich gibt es, glaube ich. Also ich würde es schon in Second Tier ansiedeln, den Diesen. V-Space. Also ich glaube nicht, dass, also auf Rot glaube ich kaum. Ja, aber a purple. Das Purple ist V-Spaces. unbewusst. Da ist ja unbewusst der Ja, na, wir V-Space. haben ja nicht gesagt, dass ein V-Space bewusst sein muss, bislang als Definition. Na, Wie also das will ich doch voraussetzen. Ja, okay, gut. Das haben wir noch nicht ausgesprochen. Also im Wort V-Space heißt das, steht es für mich noch nicht drin. Für mich, wenn wir noch mal das kurz versuchen zu definieren, wenn ich einfach V-Space höre, natürlich haben wir die einzelnen Praktiken jetzt gesehen und erlebt, aber wenn man einfach V-Space hat, heißt es eigentlich nur, dass es ein gemeinsamer Raum ist, der von allen irgendwie eingehalten und unterstützt Ja, wird. jetzt hast du es, aber indem du ihn hältst, tust du das bewusst. Weil ich glaube, bei Purple ist es also unbewusst noch. Ganz das Familienband ist also unbewusster. Aber die halten trotzdem den Raum. Ja, aber auf andere Weise, also mit magischem Ja. Denken, auf andere Weise. Ne? Und wir Und machen kein die blauen? Hokuspokus, sondern wir machen es mit unserer Ratio. In Blau gibt es auch V-Spaces. Ist in der Kirche und so wunderbare Sachen. Also, das kommt wirklich auf die Definition an, ob wir von Naja, und dem der aus. Verkehr, der öffentliche Verkehr, ist auch ein V-Space. Ist auch ein V-Space, genau. Auch in einem Restaurant könnte ein V-Space sein, vor allen Dingen, wenn Feiern sind und sowas, ja. Karneval. Ja. Orange V-Space. Da Ja, würde doch, ich so dann. Konferenzen und sowas, wenn es um irgendwas geht, was man rausbringen will. Wenn sie alle am gleichen Thema interessiert sind. Verkaufsveranstaltungen irgendwie geplant werden. Ich weiß nicht, ob man unbedingt derjenige, der kaufen soll, ob der so im V-Space mit Glaube ich drin nicht. ist. Also da würde ich eher eigentlich jetzt Einspruch erheben, aber ja, Grüne V-Spaces they sind. only want your money Ja, genau. heißt Der V-Space ist dann fake, wenn er Ja. aufgebaut wird. Ja, das ist Genau, dann also gebucht so. jegliche Werbung ist eine Vorspiegelung von WeSpace, der überhaupt nicht Genau, vorhanden ist. Ne? genau, genau. Ja. Na gut. Ja, super. Ich denke, wir sind ein bisschen näher gekommen Ja, und ich glaube auch. Also vor allem einiges hast du klar jetzt. Und ob man es also vorher bekannt gibt oder überhaupt, dass wir mal drüber diskutieren.
einen Respace darüber arbeiten, ob diese Regeln nützlich sind, ob anderen noch andere einfallen. Ja, genau, das wäre schön. Also im Hinblick dessen, ich will es ja auch im integralen Forum veröffentlichen und vielleicht wollt ihr mit uns Kontakt aufnehmen und dann reden wir ein bisschen weiter. Oder wir kreieren andere V-Spaces für ko-kreative Dialoge. Okay, wunderbar. Danke dir und das wäre es dann erstmal für heute. Okay.